So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, das ist das Muttertier. Das da, was da rumsteht, das ist das Hannes-Tier. Moin. Und ich habe ja gesagt, wenn Hannes da ist, ist Schlinking in den Raids und es macht viel Spaß, mit Hannes zusammen zu raiden. Deswegen möchte ich jeden freien Pass, den ich habe, für Schlinking nutzen und alle grünen Pässe sammeln aus den Spezialforschungen und die dann in der Raidstunde am Mittwoch nutzen, zusammen mit Hannes eine kleine Raid-Tour zu machen. Dieses Video zeigt euch alle Schlinking-Raids, die ich gemacht habe mit Hannes, als Hannes da war. Und schaut mal, was ich hier gerade gefunden habe. Das saß hier an diesem Infoschild. Hier ist nämlich so eine Infotafel, die Wanderwege von Mining. Da drin ist der erste Schlinking Raid. Heute ist Sonntag, ich muss noch meine Top-Lade-TM abholen. Und hier sitzt einfach dieses Shiny Flagmon mit Hut. Das heißt, das tüte ich jetzt auf jeden Fall auch ein. Und eigentlich könnte ich es dann direkt verschicken, weil ich brauche ja Platz. Wir lassen es aber erstmal im Beutel, weil irgendwie ist das cool, weil ihr das ja gesehen habt. Ansonsten laufen wir zum Schlinking Raid, machen den ersten Schlinking Raid. Ja, das ist zum Beispiel keins. So, da wisst ihr schon, was los ist. Ich möchte aber hier noch vom Go-Kampf-Tag, weil Samstag, Sonntag war ja hier das Go-Kampf-Wochenende, wo es eine Top-Lade-TM gibt und richtig hässliche Handschuhe, Sangria-Handschuhe, da kriegst du schon wieder Durst. Hier kannst du noch was abholen an Staub. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht. 50 Kämpfe schaffe ich heute eh nicht mehr. Sollte eigentlich kosten, war jetzt kostenfrei drin. Wir machen jetzt Schlinking. Bis gleich. Das ist der Fischknabenbrunnen, den haben wir euch auch schon tausendmal gezeigt. Da ist der erste Schlinking-Raid am Sonntag, am Kampfwochenende. Und der Hannes hat gerade noch ein Shiny Kogowai, Alola Kogowai mitgenommen. Richtig genial. Wir machen den Schlinking-Raid, mal gucken, ob da ein Shiny dabei ist. So, ist was passiert, woran ich gar nicht mehr geglaubt hätte. Da kam plötzlich ein anderer Spieler angelaufen und macht den Raid mit. Dann kam noch eine Familie angelaufen, die machen auch den Raid mit, fragen nach Lavados. Ihr wisst, ich habe keine Pässe dafür, deswegen darf ich natürlich nicht mit dem Account Lavados machen, nur Schlinking. Aber man hat ja noch andere Accounts dabei, da macht man da halt mal mit, wenn man die Möglichkeit hat, mal zusammen mit jemandem zu raiden. Kaum ist Hannes da, gibt es Shinies ohne Ende, es gibt plötzlich Mitspieler in der Gegend. Die Lobby war auch überfüllt, 17 Leute, obwohl nur 3 Leute da vor Ort sind, also das ist richtig cool. Den Raid haben wir jetzt gefühlt ganz gezeigt und eingeblendet. Alle anderen Raids dann, bis Hannes wieder weg ist, werde ich aber nur das Ergebnis reinschneiden, also immer in diesem Bildschirm, um zu sehen, ob dann ein Shiny dabei ist oder nicht. Danke auf jeden Fall erstmal an alle, die immer dabei sind. 16,39 hat er. 15,80. Natürlich kriegt der Hauptaccount wieder das Schlechteste, also egal, den tüten wir jetzt ein. Aber ob der drin bleibt oder nicht, ist eigentlich wurscht. Ein bisschen werfen üben, wir sehen uns beim nächsten Raid. Auf der Suche nach dem Shiny. Der Suche nach nichts eigentlich. Nach nichts. Hannes, es geht um nichts. Um nichts? Gar nichts. Warte, aber einen fabelhaften Wurf muss ich wenigstens immer ins Video packen, dann als Übergang. So, fertig. Jetzt Raid Nummer 2. So, es ist immer noch Sonntag. Wir gucken immer noch Wrestling eigentlich. Sind aber jetzt noch mal kurz raus vor die Tür, weil da noch ein Schlinking-Raid aufgegangen ist. Ich habe ja gesagt, wenn, dann schneide ich den rein. Das ist der zweite freie Raid-Pass, denn ich habe gestern keinen gemacht. So hatte ich heute 2, die ich mit dem Hannes machen konnte. Wir gehen mal hier drauf. Danke wieder mal an die Leute, die mitgemacht haben. Hier der Erzengel Michael, die Shenaya, der Pfirsich, ne, die man einladen konnte. Gucken wir mal, ob es ein Shiny ist. Jawohl. Okay, 15,68, Shiny im zweiten Raid. Toll, Hannes. Müssen wir dann überhaupt jetzt noch Raidstunde machen und die ganzen Pässe da reinbuttern? Nee. Eigentlich war doch das mein Ziel, ein Shiny zu kriegen davon. Weil dann könnte ich ja wirklich eher meine freien Pässe für Dark Rhyme machen. Wäre das nicht sinnvoller? Wir versuchen es jetzt mal zu fangen. Hoi! Da ist der Ball so weiß wie das Schlinking. Ihr müsst nur nachts Schlinking raiden und dann passt das. Also die freien Pässe, die ich jetzt habe für Montag, Dienstag, Mittwoch, würde ich natürlich trotzdem auf jeden Fall für Schlinking machen. Aber ich glaube, damit hat sich die Raid-Tour Mittwoch erledigt. Definitiv. Ja, Quatsch, wäre Quatsch. Wär wirklich, das Ding kann halt nichts. Es ging nur ums Shiny. Shiny ist da, zweiter Raid, perfekt. Die anderen schneide ich aber trotzdem hier rein, dass das Video länger wird, damit ihr seht, wie wir eine Raid-Tour gemacht haben. So, ich melde mich mal ganz kurz zurück von zu Hause. Bin gerade aus der Arena geflogen, habe die 200 Coins voll und das ist auch wichtig, denn bald ist C-Day. Ich weiß immer zu nicht, was ich machen soll. Meine Pokémon-Box ist auf 400, aber wenn ich da wieder alles wegschmeiße, dann habe ich ja Platz für ein paar Praktibalk. Meine Items sind auf 600
Und ich brauche Bälle. Ich habe jetzt hier 259 Hyperbälle. Die sind sehr cool für den C-Day. Aber ich kann nicht mehr drehen. Ich bin immerzu am Limit und ich kann da keine Bälle wegschmeißen. Das heißt, ich werde jetzt in den Shop gehen und werde keine Pokémon-Box erweitern. Ich werde trotzdem nochmal Items erweitern. So, jetzt muss ich nur das suchen. Itembeutel. Alle 4 Tage, wenn ich 4x50 Coins bekommen habe, kann ich dann für 200 Coins mir Platz kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem hinkomme. Jetzt habe ich 650. Ich kann jetzt wieder die Dinger drehen, die Stops drehen, aber reicht der Pokémon-Platz für den Seeder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich brauche noch mehr Bälle. Und wenn ich nicht noch mehr Bälle habe, vielleicht mache ich nochmal 50 aber in die Pokébox. Also es ist, du weißt echt nicht, wie du es machen sollst. Wie es richtig ist, wie es falsch ist. Ich wollte ja viele Praktibalk dann eigentlich auch sammeln, damit ich nach dem C-Day mit Genaya dann tauschen kann und dann mir ein schönes Meistergriff machen kann. Ansonsten ist heute Montag bei uns. Hannes ist noch da. Und wir müssen heute den nächsten Schlinking Raid machen in der Schlinking Raid Tour. Vielleicht kriegt man ja noch ein zweites Shiny. Und vielleicht kriegt Hannes dann auch ein Shiny. Der hatte noch keins, oder? Nein, ich habe noch keins. Wir müssen also noch bis Mittwoch durchziehen. Beziehungsweise bis Donnerstag. Beziehungsweise bis keine Ahnung. So, es ist der nächste Tag. Leider muss ich euch mitteilen, gestern konnten wir wieder mal gar keinen Raid machen. Das heißt, wir haben heute 2 freie Pässe. Den ersten Raid haben wir jetzt hier gemacht. Also gestern konnten wir keinen machen, weil keiner aufgegangen ist. Wir wollten warten, bis einer in der Nähe aufgeht, da hinlaufen. Den ganzen Tag waren aber nur einer, Dreier auf, irgendwas. Und dann kam kein Schlinking. Jetzt ist was aufgegangen, das seht ihr hier. Da möchte ich mich bedanken hier. Zimtstern, Susi, San, Jenaya, die da mitgemacht haben. Drücken mal drauf, kommen in den Fangbildschirm. Guckt euch das an. Hä? Das ist ja gar kein... 15,25. Wie viel hatte ich eben? Weiß ich nicht. Das ist ja gar kein Schlinking. Uns ist aufgefallen, dass direkt zu Hause ist am Fledermausturm ein Shadrago. Und da brauche ich ja sowieso den Pokédex-Eintrag. Das heißt, ich müsste irgendwann mal einen Raid machen. Das Ding gibt es ja nicht in Eiern oder so. Deswegen, ja, am besten ich lege es hin zum Werfen. Ach, geht ja auch nicht. Verdammt nochmal. Wie will man denn so werfen? So, jetzt muss ich das mal hier so machen. Ach nee, das macht ja auch keinen Sinn. Wir werfen jetzt einfach mal hier, damit wir werfen können. Und jetzt ist er hoch, das, so ist es auf jeden Fall cool. So drehen die Leute immer ihre Videos. Ich hätte es einfach hier dran lassen sollen an dem Ding. Ich brauche von Shadrago ja sowieso den Pokédex-Eintrag. Und bevor wir den ganzen Tag wieder gar nichts machen und die ganze Zeit nur warten, haben wir jetzt einfach gleich schon den Shadrago mitgenommen, den wir jetzt fix hier reinschneiden. Und dann entspannt den ganzen Tag warten können, dass vielleicht doch ein Schlinking aufgeht irgendwo. Und falls heute keiner aufgeht und wir morgen 2 haben, ist ja morgen Mittwoch und Raidstunde. Und da kann man locker 2 machen, denn da wird überall wieder was sein. Der ist jetzt hier gefangen. Das ist Pokédex-Eintrag, wie gesagt. Das ist wichtig. Den musst du mitnehmen, damit du ihn gleich wieder verschicken kannst. 3 Sterne, 14, 11, 12. So. Das ist übrigens immer noch Hannes, ne? Moin! Das ist der Fledermausturm, dass ihr den nochmal seht. Und gestern war es den ganzen Tag dunkel und bewölkt. Heute scheint plötzlich die Sonne wieder. Was ist los? Ich denke, heute regnet es den ganzen Tag. Wir suchen einen Schlinking, dann geht's weiter. So, bei uns ist immer noch Mittwoch. Das ist der Hannes im Hintergrund. Seht ihr mal, guck mal, wie der Hannes aussieht. Der Hannes mit seinem Red Bull. Moin! Hannes ist nämlich ein Mighty Duck, ne? Der das nicht wusste. Kennt ihr Mighty Ducks? Waren das nicht auch so Eishockeyspieler? Was mich total überrascht hat, wir haben den nächsten Schlinking Raid gemacht. Und es hat einen grünen Pass genommen. Ist mir aufgefallen, an dem Tag, wo ich gar keinen Raid gemacht habe und davon ausging, dass ich nächstes Nacht 2 machen kann, war ich ja auch gar nicht an der Arena. Hab meine 50 Münzen gar nicht bekommen. Habe also auch gar keinen Pass abgeholt. Mann, bin ich bescheuert. Guckt euch mal dieses schöne Graffiti an im Hintergrund. Wir wollen jetzt hier, Grüße gehen raus an Henry Niki, Creeper to go, Sarina und den Rest, Linus. Wir gucken jetzt mal hier rein. Ist noch ein Shiny dabei? Ist ein 100er dabei? Einen fabelhaften Wurf möchte ich machen, wenn das jetzt hier kein Shiny ist. Es ist kein Shiny. Es ist 16.05. Einen fabelhaften Wurf möchte ich hier draufhauen. Und dann habe ich am Mittwoch nochmal die Möglichkeit, einen Raid zu machen in der Raidstunde. Wenn tagsüber nichts aufgeht, mache ich extra einen Raid in der Raidstunde. Und das ist dann der letzte Raid für das Video. So, das war kein einfach fabelhafter Wurf. Das heißt, wir müssen noch einen machen.
Donnerstag kommt Genaya. Da hätte ich meinen Levelaufstieg für Level 41. Das war ein einfach fabelhafter Wurf. Der ist drin. Das heißt, wir sehen uns wieder am Mittwoch beim letzten Schlinking Raid für dieses Video. Noch ein Shiny? Ein 100er? Mit dem man nichts anfangen kann? Sehen wir morgen. So, wir waren jetzt mal kurz im Teegut. Der Hannes hat nämlich Dosch, deswegen hat er sich hier einen ganzen Sack voll, pass auf, Senf geholt, ne, zum Trinken. Und dann hat er gesagt, da ist da noch ein Schlinking. Wollen wir den Schlinking machen? Ich habe gesagt, mein Akku ist leer, mein Handy ist aus und ich habe eh keinen Pass mehr. Guckt euch doch mal diese schöne Hütte hier an. Oh mein Gott, jetzt hat er den solo gemacht. Er hat extra andere Leute eingeladen. Keiner ist reingekommen. Er musste den wirklich solo machen. Hatte 47 Sekunden übrig und hat einen Shiny bekommen. Mit 16,34. Das ist sogar relativ gut. 16,50 müsste ja das 100er sein. Das 16,34er kann er ja gleich mal bewerten. 15 Angriff, 15, 12, 13. So, das werfe ich jetzt. Ah, das werfe ich jetzt mal in den Raum und sein Red Bull werfe ich von der Bank und jetzt nicht verschicken, Hannes. Vorsicht. Und es hat. Oh, 14, 15, 11. Da war ich doch hier in Meiningen am 10.10.23. Das ist ja super. Darauf erstmal an Bord. Tschüss. Also ein Schnaps. Wir haben nämlich für die Moors haben wir was eingekauft. Aber jetzt geht's zum letzten Raider Mittwoch von der Raid Tour mit Hannes. Wo jeder einen Shiny bekommen hat. Ja. So, der Hannes und ich und der Hannes, wir sind immer noch hier beim Fledermausturm, den man da drüben sieht. Wir haben jetzt 24 Stunden lang hier gewartet. Bei diesen Blumen. Wir haben so lange hier Blumen gepflanzt, haben ein bisschen was für die Fauna getan. Guckt euch das mal an. Ist das nicht herrlich? Und es geht am Mittwoch wieder ein Schlinking Raid hier auf am Fledermausturm um 12 Uhr angesetzt. Das ist der letzte Raid. Ist das noch ein Shiny? Ist das ein 100er? Was ist das? Der letzte Raid für diese Raid-Tour. So, das war der letzte Raid. Hier ist der letzte Bildschirm drauf. Matze ist reingekommen. Grüße gehen raus. Unfassbare Grüße an den Creeper to go. Waren noch ein paar andere Leute am Start. Auch cool, ne? Immer so Überraschungsmodus ist da. 16,11 ist da. Kein Shiny ist da. Jetzt muss ich mal aufpassen. Ich glaube, mit dem einen bin ich sogar aufgestiegen. Auf Hyperfreunde. Das wäre dann, glaube ich, der erste Hyperfreund, den ich habe. Wir versuchen jetzt mal, wenn der Akku noch mitmacht, das zu fangen fürs Video als Abschluss. Das zu fangen als Video für Abschluss. Und ich habe schon zum Hannes gesagt, ich habe heute Abend mal eine Freundes-Session, eine Aufstiegs-Session vor mit dem Stefan Landei EP-Trick. Nochmal für euch zur Auffrischung, dass ihr wisst, was das ist. Also ich erkläre das jetzt nicht. Ich zeige das dann. Sonst habe ich nämlich Probleme am C-Day, aber das werde ich euch dann noch erklären, was das ist, warum das so ist und überhaupt. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir den noch eintünen. So, war natürlich trotzdem der Akku leer, aber egal, die Bildschirmaufnahme läuft immer noch. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau. Weil manche sagen, ja, free to play, glaubt ihr doch eh keiner und so, bla bla bla, aber ich kann ja mal zeigen, was drin steht bei den Schlinking Raids. Ihr wisst, wann das gekommen ist. Ich habe ja gesagt, wie ich jeden Tag so einen gemacht habe. Da sieht man auch, dass ich da jetzt nicht 200 Stück gemacht habe und dann zwei Shinies rausgezogen habe oder so. Dass ich halt wirklich nur diese Handvoll mache, was eine ziemliche Umstellung für mich ist. So, jetzt müssen wir auch mal hier gucken, nicht dass der abhaut. Das wäre nicht so gut. So, in Ruhe werfen. Ist halt, wenn du am Tag sonst 20 Raids gemacht hast von dem Vieh, da hattest du ja den Trick raus, den Dreh, du wusstest genau, wie du wirfst. Wenn du natürlich nur einen machst und dann 24 Stunden hast du nichts und der bleibt vielleicht im ersten Ball immer mal drin, dann ist es jedes Mal wieder neues Rantasten. Aber eigentlich ist der gut zu fangen, sage ich mal. Der lässt sich gut fangen, er müsste ja nicht auf einfach fabelhaft gehen, eigentlich reicht auch, wenn man großartig macht. So, wir gehen jetzt mal in den Pokédex und dann seht ihr hier gesehen 5, gefangen 5. Wir haben 6 Raids gemacht. Eins war nämlich noch ein Shadrago. Das Shiny ist auch dabei rumgekommen. Also reicht mir eigentlich vollkommen. Ich könnte vielleicht jetzt die nächsten Tage mal nochmal Mega Gengar machen oder so für Mega Energie. Damit ich was habe, womit ich auch mal angreifen kann oder andere Sachen zum Boosten. Jetzt ist hier Linus Hyperfreunde reingekommen.
Das dürfte der erste Hyperfreund sein. Wenn ich jetzt mal hier drauf gehe, sortiert, ist Linus der erste Hyperfreund, der erste Stufe 3 Freund. Das ist was Besonderes. Hier mit seinem Riolu 100%. Der Ei war mild. Wie sieht es bei dem aus? Noch ein Tag. Ach so, wir haben ja gerade interagiert. Gut. Und dann kommen die ganzen anderen Eiwas da, die ganzen kleinen Gehammel, aber das ist jetzt egal. Also das war unsere Raid-Tour. Wie sieht es bei euch aus? Wie viele Schlinking Raids habt ihr so gemacht? Ah, Shaggy steigt auch auf 15.000. Super, Freunde. Wie viele Raids habt ihr von Schlinking bis jetzt gemacht? Und habt ihr schon einen Shiny bekommen? Was ist euer bestes Schlinking? Mit dem Main hätte ich wahrscheinlich 600 Raids gemacht, bis ich einen 100er krieg. Hätte das auf 50 gepusht. Damit hätte ich jetzt keine Vorteile gehabt in der Meisterliga oder irgendwas. Das wäre einfach nur für meine Sammlung gewesen. Weil ich das cool finde und das gemacht hätte, dass mir das wert gewesen wäre und es Spaß gemacht hat, vor allem mit Hannes zusammen, dann diese Raids zu machen. Hätte man viel mehr gemacht, viel mehr. So reduziert man sich halt. Das war's. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.